Harebrained schemes. Paradox Interactive. Made with Unity. Und damit ein herzliches Willkommen zu diesem klitzekleinen Projekt hier im neuen Jahr. Wer bin ich? Ich bin der Cody. Wer mich noch nicht kennt, bestimmt gibt es einen kleinen Einspieler gleich zu dem netten Kanal von meinem guten Kumpel Doskias, mit dem zusammen ich schon das ein oder andere Video aufgenommen habe, allerdings noch nie leider selber. Und da es viele Fragen gab von den Leuten, die dort zugeschaut haben, ob ich nicht auch mal was mache, habe ich mich dazu entschieden, auch etwas zu tun. Und wie ihr sehen könnt, ganz unschwer ist mein erster Start in eine Aufnahme gewählt mit dem Titel Battletech von Harebrained Schemes, die sich sehr viel Mühe mit diesem Titel gegeben haben. Soweit ich weiß, auch einige ganz, ich sag mal, hartgesottene Battletech-Veteranen mit dabei haben, die schon an meines Wissens auch den Boardgames zu Battletech teilgenommen haben. Was ist Battletech? Battletech ist ein Universum, das mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren besteht. Ursprünglich ein Wargame, ein Tabletop-Game und eine sehr reichhaltige, sehr, sehr, sehr reichhaltige Geschichte dahinter. Man hat einen ganz klitzekleinen Überblick in dem vorhin gelaufenen Intro-Video zum Spiel gesehen. Ist allerdings nur sehr, sehr knapp angerissen. Man findet viele, ich schätze mal mittlerweile hunderte von Büchern zu dem Thema. Und Battletech erzählt eine Geschichte der Menschheit von heute bis ins Jahr 3000 und. Also die Geschichte wird immer noch weiter erzählt. Die interessantesten Geschichten spielen hier so Anfang der 3070er Jahre. Und in etwa diesem Bereich werden wir mit Battletech auch hineinkommen. Was macht Battletech mittlerweile aus? Battletech ist schon eine Weile auf dem Markt, seit kurzer Zeit auch der erste DLC. Man kann hier sehen, der Name des DLCs ist Flashpoint, hat noch ein paar zusätzliche, ich sag mal, Missionstypen dazugegeben und auch einige neue sogenannte Battlemechs, mit denen wir uns nachher noch befassen werden. Können wir gerade hier schön im Bild sehen, einen Battlemech, mit dem wir auch wahrscheinlich das ein oder andere Mal zu tun bekommen. Und ohne lange Umschweife würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal eine Kampagne, damit ihr die Geschichte, die hinter dem Battletech-Spiel steht, sehen könnt. Und alles Weitere ergibt sich dann. Fangen wir einfach mal an. So, wir starten also eine neue Kampagne. Man kann hier noch ein paar, ich sag mal,
Tweaks an der Schwierigkeit machen. Eine benutzerdefinierte Kampagne hat noch einige zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten. Ich werde mit euch einfach mal eine Standardkampagne machen. Dann seht ihr die ganz normale Standardschwierigkeit, wie das Spiel eigentlich gedacht ist. Und wir fangen einfach mal an. Kleiner Hinweis zum Spiel selbst. Das Spiel hat leider einige kleinere, ich sag mal, Ladescreens, je nachdem halt, wie viele Spiele bereits auf dem Computer bestehen. Also auch die Safe Games auf dem Computer beeinflussen das wohl und natürlich auch die Hardware. Meine Hardware ist in Ordnung, könnte natürlich aktueller sein, aber trotzdem sollten die Ladescreens mal zu lang werden, werde ich sie euch ein bisschen rausschneiden, damit ihr natürlich jetzt nicht die ganze Zeit nur, ich sag mal, schwarzes Bild mit Tränen im Kreis seht oder halt mit Hintergrundbild, wie es auch manchmal sein wird. Guter Indikator, dass die Ladezeit rum ist. Ist für gewöhnlich, dass, wie jetzt gerade hier oben zu sehen, der Kreis anhält. Dennoch dauert es mir ein bisschen lange. Vielleicht schneide ich euch das jetzt schon wieder raus. Am Kamea of House Serrano, High Lady of the Aurigan Reach, Protector of Coromadir, and the Sword of Restoration. But I am not a hero. No matter what the stories say, a hero would have sacrificed more, compromised less. A hero would have done better. You know this, of course. You were there. My father used to tell me stories about the ancient times, about the Star League. A golden age of prosperity, upheld by the great mech warriors of old, guardians of the innocent, protectors of the peace. I always dreamed of following in their footsteps. I was too young to see the truth of things. After all, it wasn't heroism or a noble cause that won me the throne. It was hiring a mercenary, skilled enough, perhaps ruthless enough, to carry the day. Hiring you. I still don't know if you fought for honor or for the thrill of it, for belief in my cause, or just in my money. But whether it was your noble heart or mercenary mind, your actions gave us hope. That makes you a hero in the eyes of history. Whether you believe it, that's up to you. Und da sind wir auch schon im Start. Ich muss sagen, ich sehe es zum ersten Mal mit der deutschen Übersetzung. Die hatte bei meinem ersten selber Spiel vor einiger Zeit leider noch nicht bestanden. Restoration als Wiedereinsetzung, ja, kann man sich drüber streiten, aber wir wollen das ja nicht. Deswegen lassen wir uns einfach im Auriga-Sektor willkommen heißen. Der Auriga-Sektor ist der Bereich, in dem sich der Großteil der Kampagne drehen wird. Wie ihr sehen könnt, kleine Beschreibung. Ich werde euch nicht alles vorlesen. Ich werde immer mal über die hervorgehobenen Begriffe drüber mausen. Falls ihr euch das durchlesen wollt, macht einfach kurz Pause und informiert euch dann über das, was da dahinter steckt. Und jo, nachdem wir hier willkommen geheißen wurden, gehen wir einfach weiter zur Erstellung unseres eigenen Charakters. Der hat natürlich eine Hintergrundgeschichte und auch einen Platz, von dem er kommt, beziehungsweise ein Reich, aus dem er stammt. Da gibt es viele verschiedene im Battletech-Universum. Die großen hier mit den in Klammern Hausnamen gehalten, also quasi
das Draconis-Kombinat, ebenfalls das Haus Kurita genannt. Kurita, die, der Nachname des führenden Hauses hier in diesem Reich seit Gründung. Diese Reiche sind allesamt Feudalreiche, auch wenn sie nicht als solche unbedingt gestartet haben, beziehungsweise offiziell nicht als solche gelten. Da gibt es eine ganze Menge von der Sorte und die haben alle so einen gewissen Hintergrund, und zwar alle irgendwo so im Bereich ihrer Herkunft. Das Draconis-Kombinat Kurita, wie es Symboliken alles drum und dran schon ein bisschen vermuten mag, hat so ein bisschen japanische Hintergründe. Dann gibt es die Liga Freier Welten, bunt gemischt. Das ist zwar quasi auch ein Feudalstaat, aber nicht ganz. Also es sind mehrere Reiche, die sich zusammengeschlossen haben. Das Haus Davion, so ein bisschen, ich sag mal, britisch-amerikanische Hintergrund kann man so ein bisschen reinmischen. Aber auch hier natürlich ganz viele, viele Nationalitäten, die sich hier quasi wiedergefunden haben. Hatte mal ursprünglich als eine Demokratie angefangen, wurde dann aber tatsächlich auch eine Monarchie. Dann gibt es das Haus Steiner, so ein bisschen deutsch-russisch, kann man sagen, norwegisch, Einflüsse. Das Haus Liao, typischer Mandarin-Staat, also chinesischer Staat. Und dann noch viele kleinere Reiche, die sich versuchen, halt mit dabei zu tun, wie das Magistrat Canopus oder das Taurus-Konkordat. Gibt es auch noch ein paar andere, werden allerdings hier im Spiel nicht benötigt. Die Peripherie ist ein Zusammenschlussbegriff, kann man sagen, zu vielen, vielen Bereichen im äußeren Rand. Meistens nicht sonderlich zivilisiert, ein bisschen zurückgeblieben im Vergleich zum Rest, wobei alles schon so ein bisschen zurückgeblieben ist durch Kriege, beziehungsweise sich wieder zurückgebombt hat, wie auch immer man es beschreiben möchte. Und ja, das sind so die Auswahlbereiche, aus denen man kommen kann. Ich finde es für mich typisch, als Deutscher, ich wähle mal das Haus Steiner. Auch hier nochmal ein kleiner Überblick. Wie gesagt, pausiert gerne, wenn ihr etwas genauer lesen möchtet. Ich werde einfach mal über alles hier so ein bisschen drüber mausen. Will nicht? Komisch. Okay. Dann nehmen wir einfach das Lyranische Commonwealth. Das hat ja auch im Grunde das Gleiche zu sagen wie Haus Steiner. Ist halt der Oberbegriff, und Haus Steiner die führende Familie. Gehen wir mal weiter. So, also ich selbst bin adliger Abstammung. Hört man ja in meinem geschwollenen Dialekt, nicht wahr? Und man tritt in der Standardkampagne immer mit einem bestimmten Mech in Erscheinung. Das ist der, von dem ich eben gerade schon im Startbildschirm geredet habe. Der Blackjack. Ganz typischer mittelschwerer Mech, also Mechs sind in unterschiedliche Kategorien eingeteilt, da werde ich aber später nochmal drauf zurückkommen. Was passierte nach meinem 16. Geburtstag? Gibt es eine Menge Sachen, die passieren können. Fängt es dann an, interessant zu werden, was den Charakter betrifft, für die Anfangsstats des Charakters. Denn es gibt solche Stats wie Waffentaktik, Steuerung, Mut und ja, das war's. Das sind die vier Grundstats, aus denen sich ein Charakter zusammenbaut. Ich werde jetzt persönlich etwas nehmen, was den Charakter ein bisschen fördern wird, was vor allen Dingen die Möglichkeit der Trefferchance mit Schusswaffen betrifft. Und mal schauen, was haben wir da für Möglichkeiten. Waffen gibt es zweimal, einmal mit Taktik, einmal mit Mut gemischt. Mut ist quasi ein Stat, der auch den Charakter etwas widerstandsfähiger macht, ihm mehr Gesundheit gibt. Und ich denke, ich werde den Waffen- und Mut-Skill nehmen. Meine Familie wurde hintergangen.
So, was haben wir da noch? Auf mich alleine gestellt wurde ich zum Soldat in der Auriga-Koalition. Dann bin ich schon bekannt dort. Ich wurde zu einem Piraten, zu einem Gladiator. Solaris, eine große Welt im Battletech-Universum, die, ich sag mal, so ein bisschen eine Arena-Welt ist. Es gibt Duelle dort, in denen sich Mech-Piloten gegeneinander werfen und auch durchaus dabei sterben. Und das wird natürlich alles schön aufgezeichnet, beziehungsweise live mit angeschaut von Zuschauern, die das alles ein riesentolles Spektakel finden. Was kann man sonst noch so werden? Man kann ein Söldner gewesen sein, entweder direkt im inneren Bereich, in der sogenannten inneren Sphäre, also der Bereich, den die Häuser dominieren, oder halt in der Peripherie, im Grenzgebiet. Oder man war schlichtweg Gardist für einen Söldner, hat aufgepasst, dass dem seine Konvois nicht überfallen wurden, etc. Mir gefällt die Sache, dass ich schon bekannt bin in der Auriga-Koalition und vor allen Dingen, dass es hier auch nochmal einen plus 1 Waffen gibt. Deswegen nehmen wir das, gehen wir weiter. Und Jahre später traf ich dann auf Raju. Codename Mastiff Montgomery, ein Veteran, ein Mech-Veteran, der mich mit in die königliche Garde von Haus Arano quasi mit reingenommen hat. Und das ist so der Anfang für die Geschichte. Dann gehen wir weiter. Rufzeichen für den Charakter wird natürlich Cody werden. Wer hätte es gedacht? Anders. Es wird keine sie, es wird ein er. Ja, das ist jetzt im Deutschen etwas toll übersetzt. Im Englischen wäre hier he, hier wäre she und hier wäre they, so ein bisschen als, ich sag mal, Adelsanrede. Aber ich mach's mal ein bisschen einfacher, ich nehme mich einfach mal er. Dann gucken wir mal nach zufälligen Vornamen. José, nee, Hau, nö. Marius Till. Gibt es da irgendwas Prattendes? Nee. Oh Mann, die Namen sind ja echt. Magnus, das klingt doch nicht schlecht. Gucken wir mal weiter. Magnus Meyer. Das hat was Deutsches. Und vor allem ein schöner MM. So, und dann natürlich noch ein passendes Bild. Mal gucken, ob ich was finde, was halbwegs mir im echten Leben entsprechen könnte. Die Frisur passt nicht so 100 pro. Da passt die Frisur ganz gut. Gut, auch wenn ich momentan gerade mal wieder zum Friseur gehen könnte. Ich glaube, der passt noch am besten. Da ist auch das Bärtchen mit dabei. Okay, machen wir einfach mal weiter. So ist der Werdegang meines Charakters dann. Einmal die Zusammenfassung, damit man es sehen kann. Wahlen haben jetzt dazu geführt, dass ich im Waffentrade schon mal eine respektable 4 habe. 10 ist das Maximum. Wird man später noch ausbauen können. Steuerung ist mehr so für ganz normale Pilotwürfe und Nahkampf interessant. Da werde ich wahrscheinlich nicht allzu viel reingeben zu Beginn. Aber gucken wir einfach mal weiter. Taktik. Und wie gesagt, der Mut. Ich scroll nochmal über alles drüber. So. Dann passt. Bestätigen wir. Thank you.
Und hier am Krönungstag werden wir natürlich von unserem guten alten Freund Raju dazu erstmal etwas gepusht. Unser Mac wird nicht im allerbesten Zustand sein, aber er wird funktionieren. Er wurde sehr schnell repariert. Und jetzt gucken wir erstmal, ob er funktioniert. So, dann kann es losgehen. Wir sind bereit mit unserem Blackjack und die Mission startet. Command Interface initiated. Und da sind wir in unserem Familien-Mac. Und wie sich's für ein gutes Spiel gehört, gibt es natürlich auch eine ganz kleine Steuerungseinführung, wie man Kamera bewegen kann. Kann durchaus hilfreich sein. Und dann führt einen Raju in die Welt des Mac-Geschehens ein. Und erstmal sagt er einem, dass man natürlich gebraucht wird. Und dass deswegen der Blackjack der Familie relativ schnell repariert werden musste. Und ihn deswegen erstmal, bevor wir zusammen mit Frau Arano auf den Pfad der Intronisierung kommen, oder wie auch immer man das nennen möchte, quasi hier nochmal alles Wichtige zu testen. Erster Test. Einheitenauswahl. Relativ easy. Kann man entweder über das Porträt oder über den Mac selber machen. Mehr als nur ein Geleitschutz. Na gut, gucken wir es uns an. Erstmal bewegen wir unseren Mac. Scheint zu funktionieren. Und dann führt einen Raju noch weiter in seine Bedenken ein über die Krönung und die Familie. Und will dann, dass wir weitermachen mit dem Test, und zwar diesmal mit den Waffen. Like I was saying, I can't prove anything. But my gut tells me something's off. And a warrior trusts their instincts. Ja, Instinkte sind was Wichtiges für einen Krieger. Waffen testen wir jetzt über diese beiden kleinen ausgemusterten Urbis, Urban Max, Max, die sehr viel Hass, aber auch Liebe in der Community erfahren. Ja, wir schnappen uns einfach einen davon. Die sind perfekt als Zielattrappe geeignet, stehen einfach nur still, nichts, was falsch ist und in der richtigen Entfernung. Deswegen kriegen wir hier einen schönen Treffer, eine schöne Trefferchance. Und werden wahrscheinlich mit einer Salve einen der beiden Urbis, genau, über den Haufen schießen. Und dann soll es natürlich auch weitergehen. Erstmal kleines Lob, guter Schuss, Waffen funktionieren. Und jetzt kommt die zweite Attrappe, die dann auch schon mal ein bisschen Bewegung in sich hat. Und Raju erklärt einem natürlich weiterhin, wie es so um die Familie, die Hauptstadt und alles steht. Bevor er uns sagt, dass er auch Lady Victoria neben Kamiya Arano auch trainiert hat. Allerdings Lady Victoria nur recht kurz. Und lobt sie in den höchsten Tönen und vergleicht sie sogar mit uns. Und bevor er zu weit abschweift, soll er natürlich wieder zurückkommen. Die kleine Zieldrohne, die sich da gerade bewegt hat, hat sich durch die Bäume bewegt. Und dadurch, dass sie in den Bäumen ist, kriegt sie etwas weniger Schaden. Hat sich nicht genug bewegt, um noch einen anderen Bonus zu bekommen, aber kriegt auf jeden Fall durch den Wald etwas weniger Schaden. Das werden wir auch gleich sehen, weil wir werden wahrscheinlich mehr als eine Salve für sie brauchen. Ist gut gepanzert, hat alles noch drauf. Front ist immer fast durchgedrungen. Victoria pulls no punches, but she's been a loyal companion to Kamiya since they were kids. Aside from you, there's no one I'd rather have by my side in a fight. Jetzt hat sie umgedreht.
sieht man hier. Unser Ziel hängt auf dem Heck. Die fast schon durchgeschlagene Front werden von hier aus nicht treffen. Aber wir schießen nichtsdestotrotz einfach mal weiter. Das Heck ist nämlich nicht ganz so stark gepanzert, deswegen schlagen wir natürlich mit einer ganzen Salve eher durch wie durch die Front. Und auch hier wieder ganz der Ausbilder erstmal Lob verteilt, hat alles funktioniert und dann noch ein bisschen Bedenken, Infos über die ganze Geschichte, die jetzt hier gerade abläuft. Und dann sollen wir auch schon wieder weiter testen. Sprungdüsen, ja, viele, viele Tonnen Stahl und was weiß ich noch alles, können springen, tatsächlich. Es gibt viele Mechs, die springen können. Tatsächlich kann man in diesem Spiel hier alle Mechs irgendwie sprungfähig machen, selbst die schwersten, von denen es normalerweise nur wenige gibt, die tatsächlich springen können. Und deren Sprungfähigkeit tatsächlich dann eher für eine Überraschung sorgt, als ja, könnte springen oder nicht. Aber springen wir einfach mal, mal gucken, was passiert. Einheit wieder auswählen und zum Ende nur eine Auswahl, den Sprung. Sprung geht immer volle Sprungreichweite. Es sei denn halt, man muss noch auch noch irgendwie Klippen hochspringen oder so, dann kann das ein bisschen, je nachdem wie hoch die sind, dann auch noch bremsen. Sprünge haben einen Vorteil gegenüber dem Laufen. Beim Laufen, das habe ich jetzt vergessen euch zu zeigen, geht man auf das Feld und hat dann noch entsprechend seiner Bewegungsreichweite die Möglichkeit, auch noch die Front zu drehen. Beim Sprung könnt ihr so springen, wie weit ihr wollt. Ihr werdet immer die Möglichkeit haben, eine 360-Grad-Drehung, also in dem Fall eher eine 180-Grad-Drehung zu vollführen maximal. Denn dreht man über 180 Grad, dreht man einfach nur weniger als 180 Grad in einer anderen Richtung. Aber das ist ja klar. Springen wir mal mit Sicht auf das nächste Ziel. Jump jets build a lot of heat, and that was more than your engine could handle. Head on into that water. We need to get you cooled off. Ja, auch Springen verbraucht, wollte ich schon fast sagen, nein, baut Hitze auf. Hitze ist eine wichtige, kann man sagen, Ressource in diesem Spiel. Man sieht es, der rote Balken hier mit dem gerade momentan leuchtenden kleinen Feuersymbol, das ist der Hitzebalken. Der Hitzebalken hat noch einen Threshold, eine Grenze, die man über Charakterfähigkeiten noch ausbauen kann oder über Bauteile. Die Grenze, sobald sie überschritten wird, wird der Mech Schaden nehmen durch Hitze und erhält eine Chance, dass er sich runterfährt, weil er schlichtweg überhitzt. Und dann muss man ihn erstmal abkühlen und neu starten. Und das macht einen ziemlich, ich sag mal, verwundbar. Jetzt, wie Raju es uns gesagt hat, nehmen wir es wahr, dass hier Wasser ist. Wasser hilft beim Abkühlen, genauso wie die eingebauten Wärmetauscher der Mechs. Wärmetauscher sind dafür da, um Waffenhitze, Sprunghitze abzufangen. Und auf das Thema kommen wir dann später nochmal ein bisschen genauer. Computer warnt, dass es ein Plasma-Leck gibt, dass man die Sprungdüsen nicht benutzen kann. Reparaturen sind benötigt. Und das kommentiert natürlich Raju erstmal und sagt, klar, es musste ein Eilauftrag sein, aber er hatte keine andere Wahl, als wie den Eilauftrag zu erteilen. Denn ansonsten hätte man den Mech niemals in dem Zustand gehabt zu dem Zeitpunkt und jetzt wird er halt benötigt. Dementsprechend gibt es auch keine Zeit mehr, die Sprungdüsen noch auszutauschen. Und bevor wir auf die Cormorant Road, also quasi die traditionsreiche Straße, die zur Intronisierung führt, gehen, werden wir noch einen kleinen weiteren Test durchführen. Denn wir haben noch ein Ziel. Hier vorne. Und jetzt gibt es auch noch etwas anderes, was diese Mechs können, nämlich in den Nahkampf gehen. Wenn man nah genug an einem Mech ist für einen Nahkampf, gibt es dieses schöne kleine Viereck. Und wenn man dann während der Bewegung den Mech auswählt, den Ziel-Mech, der dieses Viereck hat, dann startet man den Nahkampf.
Den Nahkampf sieht man ebenfalls, wie die Waffen hier unten in diesem Zusatzfensterchen. Nahkampf, ich habe 95% Chance zu treffen. Mein Mech macht 40 Schaden regulär. Und ich denke mal, für so einen kleinen Panther, der zudem auch extrem gepanzert ist, sollte es auf jeden Fall reichen. Sieht auf dem Blackjack natürlich extrem witzig aus, weil er keine Arme hat, sondern Waffen statt Armen. Und dementsprechend verpassen wir unserem Gegner einen Headbutt. Raju sagt, guter Treffer, Volltreffer. Und jetzt sollen wir zu ihm Push that engine, kid. If something goes wrong today, I want to know that your mech can maneuver. Der Sprint ist eine andere Bewegungsart. Mit dem Sprint verbraucht man die Möglichkeit, hinterher noch Waffen nutzen zu können. Dafür kommt man weiter und hat die Möglichkeit, mehr Ausweichblips aufzubauen. Sieht man, wenn man hier entlang geht, an dem Sprint, kommt jetzt dieser kleine Pfeil. Je weiter man sprintet oder läuft auch, umso mehr von diesen Blips kann man aufbauen. Und Ausweichen ist dafür wichtig, dass man nicht getroffen wird. Also Ausweichen gibt einen Malus auf jeden, der auf dich schießt. Und immer wenn auf dich geschossen wird, einmal pro Angreifer, wird einer dieser Blips verbraucht und somit die Chance für andere wiederum besser. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob Angriffe deine Geschwindigkeit dadurch senken, deswegen das Ganze wieder runterfällt, oder ob Angreifer oder ob es überhaupt Sinn macht, dass das runtergeht, aber es tut es und dementsprechend sprinten wir jetzt erst nochmal, damit es weitergeht im Text. Raju beweist, hey, der konnte ausweichen, ich schieß vorbei. Und ein Ausweichen ging weg, hat man direkt im Statustext gesehen, sehr schön, auch von diesem Spiel gemacht. Und entsprechend der Umstände ist unser Mech natürlich so gut wie möglich gerüstet. Und es wird jetzt Zeit, dass wir uns zu Lady Arano aufmachen und ihr An impressive display, Sir Roger. weiterhelfen. Of course, this mech warrior was a student of yours. I'd expect them to know their way around a cockpit. Und auch Lady Arano beglückwünscht sozusagen ihren Mentor dafür, dass er uns so gut erzogen hat. Und da kommt noch einer der Hauptcharakter des Spiels, und zwar Victoria Espinosa, die Cousine. Und ich lasse euch einfach mal das Ganze so ein bisschen aufnehmen, lesen. Solltet ihr nicht mitkommen, wie gesagt, einfach mal ganz kurz Pause machen. Ich werde nicht unbedingt alles vorlesen, dafür gibt es in diesem Spiel einfach viel zu viel Text. An einigen Stellen, wenn auch noch, ich sag mal, Entscheidungen fällig werden, dann werde ich durchaus auch mal ein bisschen was vorlesen. Aber seid sicher, ich werde es nicht immer tun. Sieht man, dass die beiden sich durchaus zu verstehen scheinen und sich so ein kleines bisschen gegenseitig necken, als ob das alles eine harmonische Familie quasi irgendwie ist. Man hat ja auch von Raju mitbekommen, dass er Victoria sehr hoch gelobt hat. Und es geht weiter. Wir folgen Raju die Mission Straße successful. nach Coromodir und passen dabei auf Lady Arano auf. I remember the Aurigan Reach of old, the time of the Great Expansion. I was just a boy then. Proudly we went forth,
bringing the light of our coalition to so many systems. And for what? To see our great kingdom slowly waste away? Year after year, the Council deliberates while our economy falters, and the wolves bay at every door, while covetous neighbors plot against us. Well, I say, it can go no further. We are here today because if Lady Orana will not act, someone must. I know what I'm asking of you. You will face former comrades, or even loved ones, on the battlefield. I take up arms against my own niece. But remember, today we sacrifice so that tomorrow we can return our kingdom to its proper glory, to its proper strength. So should you fall tonight, know that you did so as true heroes of the Reach. To your stations, for the Directorate! So viel zu einer intakten Familie. Was wird uns also auf diesem Weg zur Inthronisierung von Lady Arano erwarten? Am Krönungstag, einige Stunden später. Und da sind wir auch schon wieder auf dem Weg in die nächste Karte. Auf der Begleitroute für Lady Arano. Mal schauen, was dabei passiert. Initiated. Ach, hier geht's bei den Unwissenden familiär weiter. Frau Arano möchte natürlich ganz gerne die Unkompliziertheit des Mech-Cockpits nicht unbedingt tauschen, aber hey, eine Familie ist eine Familie und man erbt, was man kriegt. An. Da raucht's. Feuer. Oh je. Was ist da wohl passiert? Man hat nichts gehört. Kein Feueralarm, kein gar nichts. Was? Dann gehen wir da doch besser mal weiter. Kid, keep your head on a swivel and be ready for anything. Wie es hier schon steht, außerhalb des Kampfes hat man die Möglichkeit, eine Teambewegung durchzuführen, also quasi allen Mechs mal zu bewegen. Das werden wir jetzt auch machen. Wir haben jetzt nämlich mehr als einen Mech. Jetzt kommandieren wir auch noch Raju Mastiff und die gute Kamea Arano. Beide haben einen sehr brauchbaren Mech. Raju in Centurion und Kamea ein Kintaro. Gut bewaffnet. Kann man ein bisschen was mit anfangen. Laufen wir einfach mal auf das Feuer zu. Denn das ist zufällig auf dem Weg. I'm on the move. Ein Unfall mit Laserbeschuss? Unwahrscheinlich. Mal gucken, was die Patrouille dazu zu sagen hat. Thank you, Raju. I will prove myself worthy of the faith you've placed in me. Of that I have no doubt. Wird ein kleines bisschen dauern, bis wir dort sind, aber sobald wir dann dort sind, geht die Geschichte weiter und mal schauen, was unsere drei
Helden möchte ich sagen, hier gleich in Erfahrung bringen werden. Und einfach mal hier lang. Raju kommt als erstes an. Geben wir ihm einfach Vollgas. Dann können wir mit Kamea am besten, weil die muss beschützt werden, in den Wald gehen, damit sie Deckung hat. Ah, da meldet sich ja schon ein... Gut, das hätten sie jetzt auch noch übersetzen können, wenn sie schon den Rest übersetzen. Ein Wachmann des Hauses Aranos und grüßt uns. Zumindest Raju und Arano. Wahrscheinlich kennt er mich nicht. Es gibt Probleme an der Common Road, da wo wir lang müssen. Also quasi, es dürfte hier diese Straße sein. Arano berichtet von den Wachposten und fragt an, was los ist. Wir sollen vorausgehen, die sollen uns Deckung geben. Okay. Rückendeckung vor allem Ding. Aha, beschädigter Mac. Er versucht's. Ich schätze mal. Er wird entlarvt als Lügner. Und mal gucken, ob Autorität hilft. Nein. Ergreifen. Lady Arano lebend gefangen nehmen. Okay. Fall back, Kamea. Get behind us. You didn't train me to cower, Raju. You trained me to fight. Safety is disengaged. Jetzt müssten wir aber eigentlich noch einmal kurz die Bewegung durchmachen können, bevor der Kampf dann tatsächlich losgeht. Einmal die ganzen normale Bewegung. Ansonsten ziemlich. Wäre es ziemlich asselig. Dann fängt der Kampf an. Ein Panther mit dabei. Ist ein bisschen schneller als Raju. Im Kampf. Aber Raju, der zwar einen mittelschweren Mech hat, hat einen Meisterstrategen-Perk. Und damit ist er auch schneller als seine beiden Kollegen. Mal gucken, was können wir mit dem Panther anstellen. Könnte in den Nahkampf gehen mit 70 Schaden. Steht gerade so schön da. Wenn er richtig trifft, wäre das das aus für den Panther. Allerdings hat der Panther sich schon bewegt. Und insofern ist er in dieser Runde nicht mehr dran. Deswegen werde ich mal gucken, ob ich nicht ein schönes Schussfeld auf den Shadowhawk, der hier ebenfalls steht, hinbekomme. Und das sieht gut aus. 90%, nur die LSRs sind ein bisschen schlechter. Die werde ich aber trotzdem feuern. Denn Munition gibt es genug. Das sind 24 Schuss, weil immer 10 Stück verbraucht werden. Und die Mission wird definitiv nicht lang genug sein, um 24 Mal mit den Dingern zu schießen. Denn pro Runde kann man nur einmal jede Waffe einsetzen. Das machen wir dann auch jetzt. Den Shadowhawk ins Ziel. Und dann gucken wir mal, ob wir dem nicht mal ordentlich einen verplätzern können. Ja, wir haben ein Waffensystem, eine 2er Kurzstreckenraketenlafette zerstört. Das nimmt ihm schon mal Schaden. Allerdings ist er jetzt als nächstes drin, weil es immer so ein bisschen abwechselnd geht. Und er auch in der kommenden Phase mit drin ist. Hat uns im Nahkampf getroffen. Und die Panzerung vom rechten Bein runtergenommen. Das war schon ein guter Treffer, muss man sagen. Yes, I hear you. Dann gucken wir doch mal, ob wir da nicht nochmal ein bisschen was gegen ihn tun können. Oder gegen seinen kleinen Freund vielleicht auch. Mal gucken, wie sind die Trefferchancen. Ja, auf seinen kleinen Freund sind natürlich etwas schlechter, allerdings wäre es ein Rückentreffer. Mal gucken. Sounds good. I'm moving. Generell finde ich die Position recht gut. Mal schauen. Kamea hat die Fähigkeit Multiziel, also sie kann mehrere Ziele ins Visier nehmen pro Runde. Indem sie ihre Waffen aufteilt. Und wie viel Rückenpanzerung hat er denn? Kaum was.
Dann muss ich doch glatt mal nachdenken. Der hat schon Schaden in der mittleren Torso. Ich teile mal auf. Gib noch mal 2 an B. Nicht irritieren lassen. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Aber sie haben das Ziel A durch ein P ersetzt. Hier im Deutschen wahrscheinlich als Primärziel. Allerdings auf den Waffen immer noch das A behalten. Keine Ahnung. Bin ich so noch nicht gewohnt gewesen. Aber habe ich schon mal gesehen. Deswegen sage ich euch das. Ich werde mich wahrscheinlich immer wieder mal dran irritieren. So würde ich sagen, probieren wir es, auch wenn sich die Hitze gut aufstaut, aber einfach drauf. Da meinen rechten Arm weg und der AK-5, eine 5er Autokanone, einen Crit verpasst, das heißt, die wird schwerer treffen. In dem Arm war ein mittlerer Laser drin, der uns jetzt auch nicht mehr belastet. Panther hat auf den Rücken ein paar gute Treffer eingesteckt. Mal gucken, die Hauptbewaffnung, die beiden Autokanonen. Na gut, Hauptbewaffnung kann man nicht sagen, sind eigentlich alles zusammen 25 Schadensbewaffnung. Allerdings sind die Autokanonen mehr auf hoher Reichweite. Sieht man schon hier. Als Unterschied gut, der Panther. Gut, haben beide noch einen Ausweichblip. Panther ist allerdings näher dran und ist ein kleineres Ziel, deswegen jetzt für die Autokanonen nicht so gut zu treffen. Das heißt, Moment, wie machen wir es? Ich möchte ihn gern bewegen, weil er mit der Ausweichen immer noch hat. Könnten... dann auf die linke Seite. Ich krieg den Panther nicht aufrücken. Das ist Seite, rechte. Gut, die rechte Seite hat Schaden. Bin ich mir uneins. Da bin ich mir jetzt stark uneins. Wenn ich einfach angreife, verliert der Blackjack sämtliche Ausweichpunkte. Das heißt, da wird es zu einem einfacheren Ziel. Allerdings habe ich damit auf den Shadowhawk einen guten Ansatz. Ich probiere es. Ich probiere es einfach. Trial and Error. Mal gucken, was passiert. Denn wenn man angreift, kann man sich hinterher, es sei denn, man hat einen Perk dafür, nicht mehr bewegen. Jetzt haben wir hier einen linken Torso rausgenommen. Dadurch wird der Pilot auch automatisch verletzt. Linker, rechter Torsoverlust ist automatisch eine Verletzung, so wie jeder Kopftreffer. Wobei, wenn man den Kopf ganz wegschießt, der Pilot für gewöhnlich tot ist. Es gibt zwar seltene, ich sag mal, Abweichungen von der Regel, aber die sind wirklich selten. Deswegen sollte man einen Kopftreffer auf eigenen Max definitiv vermeiden. Roger that. So, mal schauen. Er ist vor dem Panther rangekommen, deswegen könnte er den Panther jetzt durchaus aus dem Spiel nehmen. Dann kommt der Shadowhawk nochmal dran und der hat nicht mehr viel Punch. Also das meiste, was der noch hinbekommt, wäre Nahkampfschaden. Der hat allerdings auch nicht sonderlich viel auf dem Kasten. Wir multizielen mal. Denn auch Raju hat diese Fähigkeit. Und ich würde sagen, die mittleren Laser gehen auf den Panther. Und der Rest geht auf den Shadowhawk. Copy that. Der ist jetzt auf seine Stabilitätsgrenze gekommen. Deswegen umgefallen. Pilot konnte ihn nicht mehr aufrechthalten, den Mech. Und dementsprechend ist er hinten umgekippt. Das nimmt ihm jegliches Ausweichen. Das setzt ihn in der Reihenfolge einen Rang nach hinten. Das heißt, wir kommen mit allen unseren Mech noch vor dem Shadowhawk dran.
Und außerdem ist das noch ein weiterer Punkt, über den ein Pilot eine Verletzung bekommen kann. Und wenn ein Pilot alle seine Hitpoints, das sieht man übrigens bei unseren Piloten hier unten, Raju ist ziemlich gut in dem Bereich, Kamiya hat 4, ich habe 3, ich bin noch ein relativer Anfänger, was das betrifft. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man einen Mech ausschaltet. Und wenn man das macht, ohne ihn ansonsten großartig zu beschädigen, das kann einem vor allen Dingen bei schweren oder überschweren Mechs dann später gelingen, dann hat man natürlich eine relativ hohe Chance, den Mech zu bergen, zumindest viele Teile davon. Und das wäre natürlich dann ein absolut geniales Ergebnis dann. Jetzt schauen wir mal. Der Panther hat uns angegriffen. Der Shadowhawk kommt erst in Phase 2 dran. Durch den Sturz. Deswegen gucken wir mal, dass wir den Shadowhawk auf jeden Fall vernichtet bekommen. Copy that. Versuchen wir über Kamea, da die hat etwas bessere Verteilung. Und kann außerdem auch splitten. Das macht sie. Die LSRs werden nicht feuern, um Hitze einzusparen. Und eine der KSRs ebenfalls nicht. Was machen wir dann damit? Der Shadowhawk, der hatte schon relativ gute Beschädigung im Center-Bereich. Und der Panther braucht von vorne, wo er jetzt getroffen wird, noch ein bisschen mehr Schaden. Ich würde sagen, wir nehmen die mittleren Laser auf den Panther und gucken mal, ob die Streuung durch die mehreren Schüsse vielleicht doch einen Tod des Shadowhawks, eine Zerstörung des Shadowhawks mit sich zieht. Engaging the enemy. Multiple targets. Ja, hat funktioniert. Mittlerer Torso zerstört, Reaktor hochgeflogen. Nicht sonderlich gesund für den Mac. Gucken, wie sind die Chancen? 35. Ja, wird nicht besser für die Autokanonen. Guck mal in den Wald. Ja, passt. Immer mal so. Kriegt er wenigstens noch Deckung für den Fall, dass der Panther überlebt. Und auch wenn die Autokanonen eine echt bescheidene Trefferchance haben, werden sie feuern, denn wie auch schon bei den anderen Waffen wird die Munition in der Mission definitiv ausreichen. Da ist der rechte Arm weg. Der rechte Torso zerstört, Pilot wieder verletzt. Und Raju darf als erster mal so richtig schön für einen Effekt einfach mal draufhauen. Ich meine, 85% Trefferchance, 70 Schaden. Roger. Und es ignoriert Deckung. To hell with the weapons. Linkes Bein. Er hat's Bein getroffen. Ernsthaft? Aber wenigstens fällt er um. Take that as a lesson. Wenn ein Bein zerstört wird, auch wenn der Stabilitätsthreshold vorher noch leer war, ist das immer ein Sturz. Automatisch. Das heißt, Knockback. Der Panther ist jetzt langsamer und wenn wir das zweite Bein auch noch wegsensen, dann ist er außer Gefecht. They punched through my defenses. Wie gesagt, Raju Veteran hat auch noch die Bollwerkfähigkeit, das heißt in Deckung auch noch mehr Schadensnegierung. Standing by. Und jetzt wollen wir doch einfach mal zusehen, dass wir den Kleinen da über den Jordan schicken. Und mittlerer Torso zerstört. Das war's. Auftritt Alexander Madeira, ein langjähriger Freund von Kamiya Arano, den wir kennenlernen werden. Jetzt wird mal so ein bisschen über die aktuelle Situation ausgetauscht und wie weiter verfahren werden soll. Was so alles passiert. Alexander versucht zu helfen und
gibt ein bisschen Anweisung, was man gemacht werden kann. Allerdings ist Rajun ein bisschen vorsichtiger. Auch wenn es ein langjähriger Freund ist, warnt er so ein bisschen dazu, vorsichtig zu sein. Allerdings setzt sich Kamea darüber hinweg. Denn in dem Fall weiß sie, dass Alexander als ihr engster Freund und Vertrauter definitiv sie niemals hintergehen würde. Und ordert an, dass es weitergeht. Traitors in the guard. And I fear this is only the beginning. Follow me. Keep close and remember your training. Things are likely to get ugly between here and there. So, es geht jetzt hier lang, anstatt der Straße, der wir ursprünglich haben folgen sollen. Man könnte natürlich auch dort lang gehen, ist aber etwas zu lang für das Ziel, das wir haben. Deswegen nehmen wir die Abkürzung. Es gibt wieder Gegner und sie bewegen sich. Sind in dem Fall alles Fahrzeuge. Dafür gleich 4 Stück von der Sorte. Ein Fahrzeug zu sitzen gegen einen Mech ist nicht unbedingt lustig. Zumindest wenn ein Mech näher kommt. Denn im Nahkampf einmal draufgetreten macht ein Mech gegen ein Fahrzeug etwas mehr Schaden. Ich glaube das Doppelte, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ist für ein Fahrzeug in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen würde ich sogar sagen, ein Zeichen der Zerstörung. Also besser nicht zu nahe kommen. Fahrzeuge haben dafür andere Vorteile. A, die meisten sind etwas schneller. Die meisten. Und sie bauen keine Hitze auf. Das heißt, sie können jedes Mal mit all ihren Waffen feuern. Gut, die Kleinen, die uns jetzt hier entgegenkommen, haben eh nicht sonderlich viel. Mittlerer und 2 leichter Laser. Für diesen Galleon Tank. Mal gucken. Wir schalten die beiden KSRs hier aus, die schlechtere Trefferchance haben. Warum ist das so? Die beiden KSRs sind im Torso, während diese KSR hier auf dem Arm montiert ist, wie man auch sehen kann in dieser, ich sag mal, Auflistung der Zielmodifikatoren. Waffen in Armen sind etwas besser im Zielen, weil man kann sie besser nachsteuern wie den Torso. Den Torso kann man ja hauptsächlich nur drehen und die Neigung nach oben und unten ist ein bisschen schwerfälliger wie bei Armen. Deswegen haben Arme da einen Vorteil. Also jegliche Waffe, die in den Arm montiert wird. Allerdings muss ich auch sagen, Arme sind die Teile, die man am ehesten verliert. Deswegen auch ein bisschen ein Risiko für die entsprechenden Waffen. Vor allen Dingen, wenn es schöne, gute Waffen sind. Jetzt, ohne weiter zu labern, mal gucken, ob wir mit den 4 Waffen, die jetzt noch gehen, den Galleon klein kriegen. Jawohl, einfach. Erster Gegner ausgeschaltet. Damit haben sie keine Sicht mehr auf uns. Also sollte da ein Fahrzeug mit dabei sein, ein Striker, dann hat der keine Sicht und kann nicht indirekt auf uns feuern. Das ist eine Sache, die Raketen können. Die können auch über Hindernisse und ohne Sicht feuern, sogenanntes indirektes Feuer. Und jetzt schnappen wir uns den nächsten. Was haben wir da? Ein Scorpion. Das ist ein Tank mit einer Autokanone. Eine AK-5 und einem MG, standardmäßig. Ziemlich gute Trefferchance. Ich achte nicht auf die Muni, feuer nur einfach. Nice job, Kid. One fewer hostile on the board. Später wird man auch ein bisschen mehr auf die Hitze und auf die Munition achten, aber ich sag mal, in dieser Einführungsmission ist das noch eher vernachlässigbar. Oh, was haben wir da? Haben wir es kurz gesehen. Es ist auf jeden Fall ein Striker mit dabei. Jawohl. Und ein zweiter ebenfalls. Das heißt, es prasseln erstmal ein paar Raketen auf uns nieder. Mastiff dürfte damit relativ kurzen Prozess machen. Zumindest wenn er mit der Autokanone nicht vorbeischießt. Die AK-10.
dürfte genug Schaden haben, um alles, was ihm so da entgegenkommt, an Fahrzeugen in dieser Mission mit einem Schuss klein zu kriegen. Wir setzen die LSR auf den hinteren an. Mal gucken, was hat der... Na komm, nehmen wir einen mittleren Laser auch noch auf den hinteren. Auch wenn die Chance für den vorderen besser ist. Dann sage ich, eine Autokanonenkugel und fertig ist er. Und kriegt er den zweiten auch noch? Jawohl, sehr schön. Da hat er wohl recht. So, nochmal aus dem Kampf raus. Wieder Kolonnenbewegung. Copy that. Acknowledged. I'm moving. Ja, kleiner Grafikglitch. Oh no. No, no. We're too late. Oh je. Na dann weiter, wenn wir sowieso schon zu spät sind. Ja, da kommt der Besatzer des Throns. Und in dem Moment wird der guten Kamea klar, dass Victoria, ihre Cousine, Onkel? Oh je, Zivilisten auch noch. Okay, im Marktviertel zurückgezogen. Das müsste das Viertel sein, was man durch das man normalerweise durch muss. Für diesen Intronisierungsgang. Und jetzt passiert ja etwas, was vielleicht nicht ganz so toll für die Leute ist. Alexander! Und das dürfte den Loyalisten einen ziemlichen Schlag ins Kontor gegeben haben. Und da kommt auch schon Victoria. Die definitiv auf der Seite ihres Vaters steht. Und anscheinend auch von ihm genug Erziehung bekommen hat, um alles zu glauben, was er ihr sagt. Raju hat versucht, ihr Besseres beizubringen, aber anscheinend war seine Zeit des Erziehens, des Lehrens nicht lang genug dafür. Und Victoria hält alles für Lügen, was er gesagt hat. So, Kamea natürlich angestachelt von dem Artillerieangriff auf ihre Loyalen, auch auf ihren Freund Alexander, der wohl auch in dem Bereich war. Droht jetzt erstmal damit, dass Victoria und ihr Vater hängen werden. Und Victoria versucht einen auf großmütig, indem sie sie erstmal verschonen möchte. Glaubt doch keine Sau. Attention, all Espinosa forces. This is Lady Victoria Espinosa. Lady Arano is to be apprehended and taken alive by my command. Fail to follow these instructions, and you will have me to deal with. Und da kommen auch schon diejenigen, die uns gefangen nehmen sollen. Eingeflogen über ein Leopard, ein Landungsschiff, kommen zwei leichte Mechs, ein Locust, eine Spider und ein mittelschwerer, eine Zikada. Alles drei sehr schnelle Mechs. Der Locust ist einer der schnellsten Mechs, die es überhaupt gibt. Allerdings ist auch diese Geschwindigkeit sein einziger wirklicher Vorteil. Als 20-Tonnen-Mech, was das unterste Ende der Skala ist, nicht sonderlich viel Möglichkeiten, Waffen anzubringen.
Das Modell hier hat mit 4 KSRs und einem Medium-Laser schon relativ viel Schadenspotenzial. Standardmodell hat gerade mal einen mittleren Laser und 2 Maschinengewehre. Modelle übrigens sieht man immer hier, Locust. In den Büchern zu Deutsch gerne Heuschreck genannt. Dann kommt die Abkürzung LCT für Locust und 1S ist das Modell. Da gibt es auch noch andere, wie gesagt, mit anderen Bewaffnungen. Haben viele Mechs unterschiedliche Modelle. Nicht alle Modelle sind für die jeweiligen Mechs ins Spiel geraten. Dafür darf man an ihnen rumschrauben, was im Normalfall nicht so, ich sag mal, im Brettspiel enthalten war, zumindest in den ersten Versionen. So, dank dem Meisterstratege darf Mastiff zuerst. Wir gucken mal, ob wir den Locust direkt ausbremsen können, denn wie gesagt, der hat außer seiner Geschwindigkeit nicht viele Vorzüge. Und wenn wir ihn ohne Ausweichblips erwischen, können wir ihn vielleicht mit der Autokanone kleinkriegen. Feuern wir die Raketen noch auf die Zikada, würde ich sagen. Die sind zwar nicht so sonderlich tolle, aber warum nicht Schaden nehmen, den man kriegen kann. Okay, reichter Torso, mittlerer Torso, jawohl. Locust im ersten Angriff. Hat er halt keine tolle Ausgangsposition, der arme Kleine. Jetzt kommt die Spider dran als zweitschnellster Mech. Springt. Interessante Wahl. Hätte ich jetzt nicht vermutet. So. Phase 3. Reading loud and clear. Die Zikada hat noch keine Ausweichblips. Deswegen versuchen wir, die mal weiter zu schwächen. Solange wir so gut treffen können. Die Kamea, die wir ja beschützen müssen, in Deckung. Und dann die Zikada ins Ziel. Dadurch, dass wir eben erstmal nur gelaufen sind, sind wir ein bisschen abgekühlt, können alles wieder aus dem Vollen schöpfen und machen das auch. Mal gucken, was passiert. Rein. Okay. Seitentor so weggefetzt. Und die Moral des Piloten auf unsicher runter. Moraleffekte sind vor allen Dingen interessant, weil Piloten dadurch schlechter zielen. Wie man sieht, er feuert auch direkt erstmal an unserem Centurion vorbei, der gerade mal einen Ausweichblip hatte, den er jetzt nicht mehr hat. Und wir machen weiter. Der Blackjack. Der dürfte von hier aus eigentlich. Naja, nicht so überrauschen ist jetzt die Zielchance auch nicht. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Na gut, probieren wir es trotzdem. Ist halt dadurch, dass sie gesprungen sind. Ich meine, die Zikada hat sogar 4 Punkte. Deswegen werden wir uns die Spider nehmen. Und wie gesagt, Munition wird hier definitiv nicht ausgehen. Hitze ist okay. Ich meine, Autokanonen als ballistische Waffen erzeugen sowieso nicht sonderlich viel Hitze. Gerade mal 4. Im Gegensatz dazu, mittlerer Laser macht schon 12. Also ist schon ein ganz schöner Unterschied. Dafür, dass beide das gleiche Schadenspotenzial haben. Und. Ah, mittlerer. Ein paar gute Treffer auf die Mitte. Und die Spider ist weg. Könnten mit. Oje, Durchsage. Attention. Citizens of Coromadir 6. This is Lord Santiago Espinosa. With the unanimous support of the founding houses, I have assumed control of the Oregon Coalition. For your own protection, I urge you to remain calm and stay indoors until otherwise instructed. All hostile units, stand down, and you have my oath that you will not be harmed. Resist, and you will be fired upon. Also letzteres glaube ich ihm, das mit dem nichts zustoßen. My father placed his faith in that man. I gave him my trust. He was family. Orders. Tja.
Familie. Man kann sie sich leider nicht aussuchen. In manchen Fällen. Fall in behind me. So, mal gucken. Ich würde sagen, wir splitten. Und verpassen der Zikada auch noch die Laser. Auch wenn sie eine schlechtere Chance haben, aber ich denke mal, ist sinnvoll. Affirmative. Dann mein linkes Bein zerstört, der wird also wieder fallen. Beide verfehlt. Sieht's denn sonst so aus? Naja. Ein guter Lasertreffer, entweder in die Mitte oder auf die Schulter, würde schon reichen, weil der restliche Schaden auf die Mitte transferiert wird. Mal gucken. You have my attention. Versuchen wir doch nochmal den 1-2er-Split. Ich habe natürlich keine Ahnung von Bowling, also keine Ahnung. Wird wahrscheinlich treffen. So, wir können wieder eine Waffe nicht feuern. Es wird auf jeden Fall die LSR sein. Eine der KSRs. Dann nehmen wir beide mal auf B. Ah ne, wir machen es anders. Wir geben jeweils eine Waffengattung pro. Mal schauen, was passiert. Das hat schon mal funktioniert. Gibt es einen Double Shootout? Jawohl. Zwei auf einmal. Und Überraschung, Alexander hat es überlebt. Und schlägt vor, abzuhauen. Kamiya will natürlich nicht, doch auch Raju redet ihr ins Gewissen, dass es besser ist, sich zurückzuziehen. Und sie lässt sich davon überzeugen. Alexander gibt uns einen Fluchtkorridor. Und wir machen uns auf den Weg. You get to that ship, Alexander. I mean it. Und da kommt auch schon unser Fluchtgefährt. Ein Landungsschiff. So, mal gucken. Also da sollen wir hin. Da kommt uns wieder ein Fahrzeug auf jeden Fall schon mal in den Weg. Und zum Glück kommt es noch nicht in Reichweite, denn es hätte einen schönen Schuss auf den Rücken von Kamea. Talk to me. Mal gucken. Mastiff kommt in Sicht auf jeden Fall. Schauen wir mal, was wir da haben. Ein Skorpion. Ah, hier kann man es auch sehen. Ja, doppelt so viel. Das ist doch richtig im Kopf. Doppelt so viel gegen Nahkampfangriffe an Schaden. So, auf die Front. Wir brauchen, wenn alles die Front trifft, 26 Schaden. Die AK hat eine gute Trefferchance. Ich würde sagen, ich lasse die Laser mal aus. Ja, hat gepasst. Die AK hat getroffen. Zwar die Seite, aber auch da hat sie gereicht. You were brave, I'll give you that much. Tell me what you need. Kamiya kriegt den nächsten in Sicht. Sogar mit Deckung. Das bevorzugen wir hier gerade mal. Denn sie hat nicht ganz so viel Langstreckenbewaffnung. Was könnte... Ah, es geht aus. Geht sich aus. Wir schalten die KSRs mal aus und auch die Laser, um ein bisschen abzukühlen. Ne, wir schalten eine KS... einen Laser noch mit zu. Mal gucken, ob's schickt.
Ja, natürlich, wenn sie einen Laser versemmelt, dann wird da nichts draus. Aber zum Glück bin ich ja noch da. Und ich habe Langstreckenbewaffnung und nicht so viel Hitze. Deswegen alles drauf da. Und natürlich passt das. Jetzt können wir auf dem Weg dahin noch ein bisschen Hitze abbauen beim Laufen. Aber ich erwarte, dass das nicht alles war, was uns jetzt entgegengeworfen wurde. Standing by. Das. Und der letzte ist da. Confirmed. Na, da kommt es auch schon wieder. Victoria. Jetzt erzwingt sie sich selbst quasi die Reaktion, um ihre Cousine zu töten. Zack. Eigensinnig und töricht bis zum bitteren Ende. Und schon ist das mit den, nimmt sie quasi lebend gefangen, wieder außer Kraft, tötet alle. As you command, my lady. Mal schauen, da kommt uns jetzt ein Wolverine entgegen, mittelschwerer Mech, schöner mittelschwerer Mech, wohlgemerkt. Allerdings die Standardbewaffnung von dem 6R-Modell, naja, 5er AK, also etwas schwächer wie die 10er von Raju. KSR-6 und mittlerer Laser. Ich glaube, das meiste in den Armen, oder? Ja, die AK-5 ist in den Armen. Ist in den Armen, okay. Dürfte allerdings nicht allzu heiß laufen, also ständig feuern können. You've got my attention. Und wir haben es ebenfalls auch mit zwei Türmen zu tun. Türme sind schöne Ziele. Denn sie sind stationär und dementsprechend bauen sie niemals Ausweichen auf und außerdem auch ansonsten leichter zu treffen, denn sie haben nur einen Punkt, den man treffen kann. Es gibt keine mehrfachen Zonen zum Treffen und somit geht aller Schaden, den sie bekommen, alles direkt drauf. 97 Schaden wird gebraucht. Dementsprechend, mal gucken. Werde ich hier ein bisschen splitten. Der Wolverine ist natürlich ein gefährliches Ziel. Aber die Türme sind halt schnell wegzukriegen. Deswegen werden wir das mal so machen. Mal gucken. Here we go. Da haben wir schon mal die mittleren Torso freigelegt. Besser geht es eigentlich gar nicht. Um ihn schnell down zu kriegen. Noch 7 Schaden auf dem Turm. Haben übrigens für mich noch ein bisschen Vorteil. Türme kommen immer zuletzt. Also kann ich mit allen erstmal quasi auf die Türme gehen. Wolverine hat jetzt auch gezogen, also werde ich das auch tun. Ich gehe mit Camilla mal nach. Ja, sie soll sich ein bisschen weiter drehen können. Nach hier. Ihr seht, Hitze ist wohl abgebaut, weil wir jetzt erstmal eine Runde nur gelaufen sind. Wärmetauscher in dem Ding allerdings echt schlecht. Auf dem leichten Laserturm waren, glaube ich, nur noch 7. Genau. Und da das ein identischer ist, kann ich ja nochmal zeigen. Na komm. Ist mir doch eigentlich genau. Genau, ist ein identischer, hat also auch 97 Punkte an Schaden, die er zieht, bevor er stirbt. Dementsprechend gehen wir jetzt mal mit einem Großteil der Bewaffnung auf den zweiten Turm. Mal gucken, der muss einfach nur treffen. 95% Chance, ich denke mal, das wird er auch tun. Dann haben wir 25. Zwei KSRs würden eigentlich schon reichen. Wir nehmen eine KSR mal raus, lassen die LSR für alle Fälle drin, weil, wie gesagt, jede Rakete bekommt diese 95%. I'll do what you ask. Und 95% haben zugeschlagen.
Und auch der zweite Turm ist Geschichte. Target destroyed. Jetzt nochmal ein bisschen Autokanonen und Laser-Action gegen den Wolverine. Nochmal schön von vorne, damit man gute Trefferchance auf seine Mitte hat. Okay, dann muss ich aber eher nach links gehen. Alles klar. Hatte ich mich jetzt doch tatsächlich verguckt. Ah, perfekt. So, aufgestellt. Anvisiert. Abgeschossen. Da waren auf jeden Fall Treffer auf die Mitte bei. Aber nicht genug. Noch 30 Schadenspunkte über. So. Sicher oder... schade. Geht nicht im Nahkampf. Also doch, der sichere Kill. Dachte mir, hätte mal schön im Nahkampf nochmal die Mitte rausreißen können. Ja, das ist erst aus. Und Feuer. Na toll. Nichts von dem getroffen, was er hätte treffen sollen. Das heißt, der Wolverine darf nochmal. Wird wahrscheinlich Kamea angreifen, schätze ich mal. Nicht? Ah, okay. Aber er schießt vorbei. Schon mal gut. Aber er ist zumindest an einer Stelle durch die Struktur durch. Das Bein war ja schon beschädigt. Also der rechte Torso, wo die AK-10-Munition drin ist. Das ist schlecht. Wenn die krittet, dann geht die hoch. Das ist nicht so gut. Aber ich mach mir da jetzt nicht so die Sorgen drum. Wir drehen einfach mal mit Kamea um. Und verplätzern ihm nochmal so viel, wie die Hitze aushält. Halt, Moment, falsche. Das sind die im Arm. Feuer. Und da geht er down. Das heißt, der Weg Richtung Flucht ist sicher. Und alle dürfen gehen. Machen wir es einfach mal auf die schnellste Art und Weise. Ah, toll. Mein Mac ist zu lahm. Muss ich jetzt noch eine Runde oder reicht es, dass Kamea da ist? Ne, ich muss noch eine Runde. Reicht es, wenn ich reingehe oder muss ich jetzt nochmal... Ah, das reicht. So. Alle sind da. Alexander ist zufrieden. Und jetzt müssen wir noch 5 Minuten warten. Was? Können das Ding nicht einfach starten? Thank you, Sir Raju. Thank you both. I won't forget what you've done for me today. Okay. Kamea muss jetzt einfach nur noch you have my attention. Ins Schiff. I'm moving out. Und na, kleines Hüngerchen. Ah. Da kommt nochmal Feindladung. Victoria möchte, dass das Landungsschiff vernichtet wird. Eigentlich ziemlich harter Angriff, denn Landungsschiffe sind wertvolle Güter, die normalerweise geschützt werden. Hier alle Hochtechnologie. Denn vieles davon lässt sich in dieser Zeit, in der das Spiel läuft, noch nicht so richtig wieder neu bauen. Beziehungsweise nur sehr, sehr kleine Mengen davon. Und das auch nur bei den größeren Häusern, die Geld und Anlagen dafür noch haben, die noch nicht vernichtet wurden, sozusagen. Die Menschheit hat sich schon wieder ein Stückchen zurückgebombt in den letzten Jahrhunderten. Also ungefähr 200 Jahre Krieg, immer wieder mal Frieden, Krieg, Frieden, Krieg. Und in der Zeit wurde viel zerstört. Viel zerstört. So, dann sorgen wir mal für die Sicherheit. Was zum Antriebs- und kritischen Bereich? Okay. Ernsthaft? Auch noch Sabotage?
Da hat er recht. Kein Funken Ehre im Leib, dieses Biest. Und hundertprozentig von ihrem Vater überzeugt, der hier einfach mal seine eigene Familie vom Thron stürzt und viele, viele Zivilisten dabei auch ihren Tod finden. Und die Worte von Raju kann ich einfach nur unterstützen. Und er befiehlt mir jetzt auszusteigen, da mein Mech zu nichts mehr zu gebrauchen ist in dem Zustand. Und ich eventuell sogar dadurch sterben kann, dass der überhitzt. Und Raju nimmt sich jetzt alle anderen Gegner vor, um Kamea, die hier gerade im Hintergrund noch weiterläuft, ihren Rückzug zu decken. Wird wahrscheinlich nicht sonderlich gut ausgehen für ihn. Schauen wir uns das einfach mal an. Da wurde der Thron besetzt und alle sind tot. Raju, scheinbar auch Kamea, der ein Schiff abgeschossen wurde. Doch wir haben etwas mehr Glück, denn eine Söldnerkompanie hat uns aufgefischt. Der gute Darius setzt uns in Kenntnis über die Situation. Und stellt sich natürlich erstmal vor, wie sich's gehört, dass er zu einer Söldnereinheit gehört, die in dem Dienst des zuletzt verstorbenen Hohen Lords Tamati Arano II. Stand. Und ab hier geht dann auch so ein kleines bisschen die Wahlmöglichkeit los. Leider hat es den Commander der Söldnereinheit erwischt. Commander Markham war wohl in dem Distrikt, der bombardiert wurde, als er gerade auf, ich sag mal, Versorgungsmission war. Warum haben sie mich gerettet? Ja, schien das Richtige zu sein. Also haben sie auf jeden Fall noch ein bisschen Ehre im Leib, im Gegensatz zu den restlichen Leuten, die uns so begegnet sind. Was ist mit Raju? Oh Gott, sein Mech wurde komplett ausgebombt. Man kann so einen Treffer einfach nicht überleben. Sie kannten Raju und hatten auch Respekt für den Mann. Es scheint ein ziemlich ehrenvoller, guter Mensch gewesen zu sein für einen Krieger. Von allem, was wir so über die Zeit bisher über ihn gehört haben. Wie sieht's mit meinem Familienmeck aus? Oh puh, er wurde geborgen und der Tech der Kompanie hat schon gemeint, dass er reparierbar ist.
Und er bekräftigt uns darin, dass Aussteigen die wahrscheinlich beste Entscheidung gewesen ist bei dem, was da sabotiert wurde. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Das Haus Espinosa hat ein Direktorat ausgerufen nach dem Coup. Ein Coup d'État. Einfach mal so. Er überbringt uns die Neuigkeiten, dass Lady Arano wohl auch tot ist. Und das ärgert uns natürlich, weil dann ist Raju umsonst gestorben. Aber anders hätte er es wahrscheinlich nicht gewollt, denn in Ausführung seiner Pflicht ist das passiert. So, wie sieht's aus? Was für Optionen gibt es? Ich kann natürlich ins Fleranische Commonwealth zurückkehren, aus dem ich stamme. Allerdings bin ich ja schon in jungen Jahren aus dem Fleranischen Commonwealth in die Oregon Coalition gekommen. Insofern keine wirklichen Bezug dazu. Und hier haben wir eine Besonderheit, und zwar eine Antwort, die man nur bekommt, wenn man einen gewissen Hintergrund hat. Hier ist es die Abstammung. Die werde ich auch mal direkt nehmen. Dann könnte man natürlich auch länger bleiben. Oder beim nächsten Möglichkeit aussteigen. Dann allerdings müssten sie mir Treibstoff und alles drum und dran in Rechnung stellen. Das könnte teuer werden. Also anschließen oder gehen. Die Optionen sind nicht besonders vielfältig. 3 Jahre später. Das ging schnell. 3 Jahre später, ich verspreche es euch, werdet ihr nicht eine weitere Folge bekommen. Allerdings werden wir jetzt hier mal Cut machen mit dieser Folge. Es werden nicht immer so lange Folgen sein, das kann ich euch ja auch versprechen. Allerdings war es in diesem Moment nicht wirklich anders möglich, denn ich wollte euch nicht mitten in der Tutorial-Mission rauswerfen. Und es gab auch viele Videos. Insofern in Zukunft etwas kürzer, aber es wird noch weitere Videos geben, natürlich. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt erstmal von euch. Ich wünsche euch allen, wann auch immer ihr dieses Video schaut, noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und schaut einfach mal wieder vorbei. Haut rein!